Der blaue Spieler weiß ja eben nicht, ob Rot A das Interesse hat, diesen Stich nach Hause zu holen und B, ob Rot die Möglichkeit hat, also eine passende Karte hat, um diesen Stich für sich zu holen. Also dieser Stich ist momentan null interessant für Rot, der noch dran ist gleich. Ne, es sind zwei blaue Handwerkerkarten drin, die bringen Rot überhaupt nichts. Das Einzige, was Rot dazu veranlassen könnte, diesen Stich jetzt für sich zu beanspruchen, wäre, dass wir als blauer Spieler diese Karten nicht kriegen. Ne? Und wir wollen es ihm vielleicht nicht zu schmackhaft machen und lassen den jetzt nochmal zu Hause und packen vielleicht, wir packen einen Kies rein, so, eine Kiesgrube, denn sollten wir diesen Stich tatsächlich bekommen, haben wir einen Handwerker und einen Kieshaufen, was super wäre, aber was nicht gleich bedeuten würde, wenn Rot doch den Stich bekommt, dass zwei unserer Handwerker flöten sind. Also machen wir so eine kleine Anfütterungsgeschichte hier und gucken mal mit gekreuzten Fingern, was Rot jetzt aus diesem Stich macht. Rot sagt sich, okay, die Handwerker werde ich blau nicht auch noch rein in den Hals stopfen. Die wollen wir ihm noch nicht schenken. Grün könnte ich jetzt diesen ganzen Stich übergeben mit dieser Karte. Da würde nämlich Grün diesen Stich bekommen und dürfte dann am Spielende zweimal Kies in, Entschuldigung, ein Kies in zwei Siegpunkte verwandeln. Muss nicht sein. Wir müssen Grün jetzt auch nicht unbedingt noch weitere, Entschuldigung, Blau nicht auch noch weitere Geschenke machen. Wir entscheiden uns dafür, den Stich bei Grün zu lassen, Entschuldigung, bei Blau zu lassen, aber würgen ihm hier einen Minuspunkt rein. Ne? So, Blau sagt sich, puh, Glück im Unglück, habe ich einen Stich bekommen. So, das ist meiner. Und Blau ist dann folglich wieder dran. Das hier sind die blauen Karten. Und jetzt wird es allmählich auch langsam knifflig mit den Optionen. Was können wir tun? Wir versuchen mal hier Grün, ja, wir versuchen mal Grün so ein bisschen was hinzuschmeißen. Da würde sich Grün sehr drüber freuen über diesen Handwerker, denn Stein hat er ja von Anfang an auf jeden Fall und würde dann auf jeden Fall auch vier Siegpunkte bekommen, wenn er, wenn Grün diesen Handwerker nach Hause holt. So, ich muss mal hier hinlegen. So, dann ist Rot dran und sieht, aha, der Stich geht in Richtung Grün. Was können wir dafür tun, dass wir den kriegen? Wir wollen ihm keine Geschenke machen, wenn noch nicht sicher ist, dass wir den Stich gar nicht kriegen, sondern wir versuchen, nein, das ist ja blau. Oh, ärgerlich. Ja. Rot hätte natürlich jetzt gerne diese Karte in Rot, um den Stich zu holen, aber hat er nicht. Also er hat nur die Möglichkeit, diesen Stich für Grün noch attraktiver werden zu lassen oder den Stich plötzlich unerwartet in Richtung Blau zu schicken oder ein Geschenk reinzuhauen. Eieiei. Na, ich glaube... Ich glaube, Rot spielt diese Karte, was bedeutet, dass der Stich jetzt, der eben noch in Grüns Richtung ging, jetzt plötzlich in blaue Richtung geht. Blau freut sich, aber kann sich auch zu früh freuen, denn möglicherweise funkt ihm ja der Spieler Grün jetzt noch dazwischen. Was kann denn Spieler Grün noch machen, der jetzt weiß, dass der Stich nicht in seine Richtung geht? Aha, ganz einfach. Jetzt zieht er den hier aus dem Hut. Seinen eigenen Zehnerhandwerker, der übersticht die 8. Und sorgt dafür, dass alles zu ihm nach Hause kommt. Zack, da freut er sich. Jetzt, was haben wir noch zur Auswahl hier? So ein bisschen Kleinkram. Das wollen wir nicht immer noch nicht hinlegen. Das dürfen wir immer noch nicht hinlegen. Das heißt, wir haben nur die Wahl zwischen diesen beiden Karten. Und da nimmt Rot einfach mal diese Achterkarte. Und die dürfen sich jetzt die anderen beiden kloppen. Das ist natürlich eine Karte, die Spieler Rot gerne hätte. Was kann Blau denn tun, um das zu verhindern? Gar nichts. Blau kann seinen eigenen Handwerker loswerden, was nicht im Interesse von Blau wäre. Er kann dafür sorgen, dass Rot den Stich auf jeden Fall bekommt, indem er den Zehner reinschmeißt und dann dafür sorgt, dass Rot zwei Handwerker bekommt, zwei eigene, oder ein kleines Geschenk machen. Ne? Weil jetzt geht der Stich in Richtung Rot. Ich glaube, die Geschenke lassen wir. Wir sorgen einfach dafür, auch wenn das auch nicht ganz ohne ist, knallen wir den rein, sind den los und müssen später nicht vielleicht durch diese hohe Zahl Rot noch einen wertvolleren Stich geben. Also dieser Stich ist schon wertvoll genug, weil da zwei Handwerker für Rot drin sind. Und jetzt kann Rot gucken, was mache ich denn jetzt mal? Ich denke, ich packe mir da irgendwas Leckeres rein, wie zum Beispiel einen Steinbruch. Oder ich kann dafür sorgen, dass irgendwelche Karten, die ich gar nicht... die ich den anderen vorenthalten will, wegkommt. Das dürfte ich nicht nehmen, dann würde Blau den Stich bekommen, weil hier schon eine 10 liegt und eine weitere 10 würde die überstechen. Also die oder die beiden.
Was können wir machen? Ich glaube, wir nehmen einen Steinbruch und holen uns als rotem Spieler diese Karte nach Hause. Das ist ein sehr wertvoller Stich gewesen. So. Gut, jetzt geht es um die Wurst langsam. Drei Karten haben wir nur noch. Was machen wir? Womit fangen wir an? Das würde bedeuten, dass wahrscheinlich Blau den Stich bekommt, aber das könnte auch Grün gleich noch beeinflussen. Wir wissen, der König ist schon weg. Das heißt, die einzige Elf im Spiel ist nicht mehr da, steht nicht mehr zur Verfügung, kann also nicht mehr genutzt werden, um diese 10 zu überstechen. Wir wollen hier keine Geschenke machen. Also die beiden sind die einzig vernünftigen Möglichkeiten. Wir nehmen mal die 8. So. Also, momentan geht dieser Stich in Richtung Grün. Grün freut sich. Weiß jetzt auch vielleicht, was schon alles für Karten weg sind. Aber es kann sein, dass der Spieler Blau, der gleich noch dran ist, das denkt sich jetzt alles Spieler Grün, das könnte ja sein, dass Spieler Blau noch den Zehner, seinen eigenen Zehnerhandwerker hat. Er weiß nicht, dass der Spieler Rot den Zehnerhandwerker in Blau hat. Das heißt, aber da Grün davon ausgehen muss, dass eventuell Spieler Blau seinen eigenen Zehnerhandwerker noch auf der Hand hat, würde er jetzt wahrscheinlich nicht einfach die Vorteilskarte reinlegen. Die darf er nicht reinlegen. Stattdessen legt er diese Karte rein. Das ist recht neutral in dieser Situation. Damit würde Rot schon mal diesen Handwerker nicht bekommen, ne, sondern ich als grüner Spieler. Für mich ist die zwar nichts wert, aber wert ist mir immerhin, dass Rot diese Karte nicht bekommt. Jetzt warten wir mal ab, was Blau macht mit diesem Stich, der für Blau eigentlich auch von null Interesse ist. Wir gucken mal. Blau kann sich den Stich auch gar nicht nach Hause holen mit dieser Karte, die ist zu niedrig. Er muss jetzt tatsächlich ein Geschenk machen, dem grünen Spieler. Und da entscheidet er sich für, was nimmt er, Holz, Kies. Jetzt müsste er sich gemerkt haben, was er hier in seinen Stichen hat. Ich bin gerade unsicher, ob man als eigener Spieler seine eigenen Stiche angucken darf. Wir machen das jetzt einfach mal kurz, um zu simulieren, dass wir ein tolles Gedächtnis haben. Also wir haben einen Handwerker in unserem einen einzigen Stich als blauer Spieler, der Holz verarbeiten kann. Und deswegen werden wir dieses Holz nicht abwerfen und grün zum Fraß vorwerfen, sondern hier den Kies, an dem wir ja schon einen haben. So, ist natürlich blöd, weil damit dann grün das Material bekommt, was er hier mit seinem Handwerker gleich verwenden kann. Aber was soll's, scheint das kleinere Übel zu sein. Das freut grün natürlich sehr und nimmt das zu sich. So, jetzt darf grün nicht diese Karte nehmen, auch wenn er das gerne machen würde. Er muss dummerweise diese Karte spielen. Auch wenn er die unheimlich gerne mit bei sich haben möchte, aber wahrscheinlich ist die jetzt verloren. Schauen wir mal, was passiert. Blau ist an der Reihe und hat zwei Möglichkeiten. Überstechen oder Geschenk machen, da fällt die Wahl leicht. Er übersticht diese Karte und holt momentan jedenfalls noch diesen Stich nach Hause. Spieler Rot ist noch einmal an der Reihe und darf sich entscheiden, macht er dem Stichgewinner, momentan Blau, dieses Geschenk? Nein. Macht er ihm dieses Geschenk? Das heißt, im Grunde auch hier die Wahl zwischen zwei Übeln. Gibt er Blau den Zehnerhandwerker oder einen Stein? Also er gibt ihm, glaube ich, den Steinbruch. So albern es klingt, aber wahrscheinlich, ja, andererseits, vielleicht kriegt er den ja noch nach Hause. Er nimmt den Zehner. So. Zack, das heißt, Blau freut sich ein Ast, dass er zwei seiner tollen Handwerker bekommen hat und die Vorteilskarte vor allen Dingen. So, Blau ist dran, hat keine Wahl, muss den Wald spielen. Der Steinbruch kommt von Spieler Rot hinzu und dann sagt der Spieler Grün, juhu, ich habe Alfred Bilder, der ja auch nicht ganz ohne ist in dem Roman, der hier aber relativ harmlos dargestellt wird, noch gucken wir schon schrill, aber so ist er nun mal, der Alfred. Und der mit seiner 1 übersticht tatsächlich diese zwei Nullen. Und kriegt eine ganze Menge nach Hause. So. Damit endet dieser Durchgang. Wir gucken, Spieler Rot hat Stiche, Spieler Grün hat ganz viele Stiche, Spieler Blau hat Stiche. Das heißt, dieser Königsstich ist für die Katz. Das heißt, diese drei Siegpunkte für den König, diesen grünen Handwerker und diesen Wald bekommt niemand in dieser Runde. Das heißt, diese Karten sind verloren und werden gleich wieder neu gemischt mit dem Rest. Und jetzt bei der Wertung wird geguckt, was die einzelnen Spieler auf der Hand haben. Wir gucken mal, wir sortieren das einfach mal eben kurz. Ich halte mal die Kamera an so lange.
So, ich habe jetzt mal alles soweit sortiert. Das sind die Karten, die sich in Rots Stichen befanden, die er Rot auch wirklich verwenden kann. Das ist eine Karte, die sich in seinem Haufen befand, die er nicht verwenden kann. Die kommt jetzt einfach mal schon mal hier auf die Karten, die nichts bringen und nicht für die Wertung relevant sind, sondern für die nächste Runde wieder aufbewahrt werden. Bei Grün habe ich das Gleiche gemacht. Der hat ordentlich abgesahnt in dieser Runde. Der hat ordentlich nützliche Karten bekommen. Und das da oben, dieser Haufen hier, das sind die Karten, die ihm nichts bringen. Diese Alfred-Karte hat ihm zwar einen Stich beschert, eben einen sehr schönen, aber ist ansonsten nichts weiter wert. Und diese roten und blauen Handwerkerkarten, die kann Grün nicht verwenden. Folglich sind die aus dem Spiel. Und bei Blau war jetzt, glaube ich, eine Karte dazwischen, die hat nichts getaugt, die habe ich rausgeschmissen. Alles andere ist verwendbar. So, wir bleiben hier gleich bei Blau einfach mal stehen und gucken mal, wie die Wertung abläuft. Wir sehen, dass wir auf jeden Fall schon mal einen Siegpunkt durch den Maler bekommen. Das dürfen wir gleich nicht vergessen zu zählen. Wir kriegen einen Kies dazu. Können wir Kies verwenden? Ja, können wir. Also, wir drehen dann entsprechend die Kieskarte hier mal bei unseren Rohstoffen oder Baustoffen mal auf den entsprechenden Wert. So, damit ist die Karte schon mal erledigt. Kommt auf den Abwurfhaufen hier. So, jetzt müssen wir genau gucken, wie wir möglichst geschickt aus den Rohstoffen oder Baustoffen und den verfügbaren Handwerkern Siegpunkte, möglichst viele Siegpunkte gewinnen. So, kann uns der was nützen hier? Kann uns der Werkzeugmacher Metall in 5 Siegpunkte verwandeln? Nein, leider nicht. Wir haben nämlich gar kein Metall gesammelt und hier in unseren Baustoffen befindet sich leider kein Metall. Deswegen ist leider dieser Werkzeugmacher für uns, obwohl das unser eigener Handwerker ist, null, also nichts wert momentan. Der bringt uns nichts. Was haben wir stattdessen? Haben wir denn Holz und können Holz in Siegpunkte verwandeln? Ja, können wir. Machen wir auch gleich. Und der Baumeister kann einen von diesen 4 Baustoffen in entsprechende Baustoffe verwandeln. Was haben wir denn noch da? Wir haben Holz, wir haben Stein und Kies. Der hier wird uns mal jetzt tatsächlich Holz verwandeln und zwar in 3 Siegpunkte. Ein Holz, das ist hier, das drehen wir auf die 0. So, das ist ein bisschen unhandlich gelöst hier, aber. So, haben wir gemacht. 3 Siegpunkte haben wir schon mal. Müssen wir uns merken. Das ist der 4. Siegpunkt. 4 minus 1 leider. Also 3 wieder. Und jetzt gucken wir noch, ob wir den hier benutzen können, um irgendwas zu verwandeln. Stein würde uns am meisten bringen, da wir ja kein Metall haben. Ne? Metall wäre sonst das Wertvollste, aber wir haben keinen Stein, kein Metall da oben. Aber Stein haben wir sehr wohl. Dann würden wir 3 Punkte bekommen. Zu den anderen 3 Punkten wären das dann insgesamt 6. Wir müssen hier noch einen Stein umdrehen. So sieht es aus. Da haben wir gleichzeitig dafür gesorgt, dass wir nicht mehr als 3 Baustoffe haben, denn mehr als 3 Baustoffe darf man nicht in den nächsten Durchgang mitnehmen. Also hätten wir jetzt mehr als 3 insgesamt alle Baustoffe zusammengezählt, müssen wir was davon abwerfen. Das ist ja auch blöd. Gut, also wir haben 6 Punkte hier für Blau erwirtschaftet. Diese Karte, die Vorteilskarte, schmeißt er nicht auf den ab. Wurfhaufen, sondern die behält er die ganze Zeit jetzt für den Rest seines Spiels vor sich liegen und jedes Mal bei der Wertung bekommt er einen Siegpunkt für diese Karte. So, das heißt, wir können uns eigentlich notieren hier für Blau. Blau 6 Punkte. Dann kommt gleich Rot und Grün. Mal gucken, was die schaffen. So, Rot ist an der Reihe. Rot kann Stein verarbeiten, Kies verarbeiten und alles Mögliche verarbeiten. Hat Rot ein Metall? Nein. Holz, Quatsch, Stein kriegt er schon mal dazu. So, dann haben wir jetzt 2 mal Stein. So, was haben wir noch? Der Steinmetz kann einmal 4 Punkte, aus einem Stein kann er 4 Punkte generieren. Das macht er jetzt schon mal. So, also wieder zurück den Stein auf die 1. Legt es jetzt doch mal nebeneinander, das wird mir sonst hier ein bisschen zu fummelig und unübersichtlich. So, 4 Punkte haben wir schon mal. Merken. Dann greift sich der Mörtelmischer jetzt mal sein Gerät hier und schmeißt Kies rein und erwirtschaftet 2 Siegpunkte, ist hier der Sand.
drehen wir auf 0. Das heißt, wir haben 6 Punkte inzwischen für Rot. Jetzt können wir noch überlegen, was holen wir uns, um diesen Handwerker arbeiten zu lassen. Da wir kein Metall haben, ist auch hier die beste Wahl, Stein zu verarbeiten. Haben wir noch Stein? Wir haben noch Stein. Das heißt, der holt mal hier, macht Stein zu Kleinholz, hätte ich mal gesagt. Der macht 3 Punkte aus unserem einen Stein. So. Das sind also jetzt, was habe ich jetzt? 9 Punkte. Und jetzt können wir mit Tom Bilder noch einen Werkstoff von diesen dreien uns aussuchen, den wir dann wieder dazu kriegen. Und da ist ja Stein eigentlich somit das zweitwertvollste. Also drehen wir uns hier den Stein um und Tom Bilder kommt wieder in den Abwurfhaufen. Wir schreiben auf, Rot hat 9 Punkte. Nicht schlecht. Und kümmern uns nochmal um hier Dingenskirchen, den grünen Spieler. Das sind die Baustoffe, die er schon hatte. Und jetzt gucken wir mal. Also, der hat ja eine Menge Karten eingesackt, aber auch leider eine Menge Minuspunkte. Die dürfen wir gleich nicht vergessen hier. Das sind insgesamt 5 Minuspunkte. Mal gucken, ob er da noch irgendwie ins Plus reinkommt überhaupt. Aber er hat Prior Philipp, das heißt, er hat ein Metall schon mal. Das drehen wir mal hier auf 1. So. Dann hat er ein Kies und ein Holz. Drehen wir auch jeweils einen weiter. Ein Kies oder Sand eigentlich. Und ein Holz. So. Damit hätte er jetzt 6 Baustoffe. Und die sollte er dann natürlich jetzt auch schleunigst verarbeiten. Das Gute ist, er hat diverse Handwerker, die das können. Ach so, hier, ich habe noch einen Steinbruch vergessen. Das heißt, noch ein Stein mehr. Dann hat er 7 Baustoffe. Meine Herren. 4 davon sollte er jetzt besser verarbeiten und in Siegpunkte verwandeln. Machen wir auch. Und zwar hier. Der verwandelt das Metall in 5 Punkte. 5 merken. Der verwandelt einen Stein in 4. Dann wären wir bei 9. So, der hier verwandelt einmal Sand oder Kies in 2 Siegpunkte. Dann wären wir bei 11 Punkten. So, 11. Und der hier kann jetzt nochmal, haben wir noch Stein übrig? Haben wir. Der macht dann nochmal 3, dann wären wir bei 14 Punkten und 0 Stein und hätten dann auch tatsächlich 3 Rohstoffe maximal übrig. Das ist gut, dann müssen wir nichts wegschmeißen. Also, was habe ich jetzt gerade gesagt? 11 plus 14 Punkte. 14 Punkte, aber minus diese 5 Punkte, dann sind wir bei 9 Punkten. Das heißt, obwohl Grün ordentlich was abgestaubt hat und ordentlich zu rechnen hatte, hat Grün im Grunde nicht mehr Punkte als Rot geschafft. So kann das manchmal sein. Aber Rot hat jetzt momentan nur 2 Werkstoffe und Grün 3. Und Blau hat den Vorteil, dass er die Vorteilskarte jetzt hat. Ich hoffe, die haben wir eben beim Berechnen nicht vergessen. Ja, aber das wäre ein Durchgang jetzt gewesen. Und beim nächsten Durchgang würde Folgendes passieren. Alle Karten, die jetzt hier, also diese Spielkarten, die neutralen Karten, die Handwerkerkarten und die nächste, nämlich Vorteilskarte, wird hier blind vom Stapel gezogen und drunter gemischt. Drehen wir mal um den Haufen. So, packen das auf die Vorteilskarte drauf und würden das jetzt schön mischen. Mischen und dann wieder an alle Spieler 10 Karten verteilen und der zweite Durchgang würde starten und genauso ablaufen wie der vorige. Ne? Handwerker möglichst nach Hause holen, Baustoffe verwandeln in Siegpunkte, möglichst wenig von diesen Negativkarten einheimsen. Ja, und möglichst auch die Vorteilskarten nach Hause bringen, denn in diesem Fall von Blau, wie gesagt, kriegt er einen Siegpunkt automatisch schon am Ende der Wertung. Wir können ja mal eben luschern und gucken, was es noch so für Vorteilskarten gegeben hätte. Zum Beispiel der Glockengießer, der hätte aus Metall einmal 5 Siegpunkte machen können. Und zwar jede Runde. Also wenn ich dann immer in jeder Runde dafür sorge, dass ich auch wirklich Metall nach Hause kriege, wäre mir dieser Glockengießer einiges wert. Der Töpfer würde aus Sand oder Kies 3 Siegpunkte generieren, nicht wie der Mörtelmischer, der ja aus Sand nur 2 Punkte machen würde. Der Ziegelbrenner hingegen kann aus Sand oder Kies Stein machen. Also macht aus einem weniger wertvollen Baustoff einen wertvollen Baustoff. Auch witzig. Also diese Vorteilskarten sind generell gut und nützlich. Und je früher man sie hat, desto besser ist es. Und die eine Karte, ich weiß nicht, ob ich die jetzt noch finde, hier, ob ich die schon drunter gemischt habe.
Das muss die hier gewesen sein. Das wäre der Gehilfe. Der kann aus einem beliebigen Baustoff einen Siegpunkt machen. Auch nicht ganz verkehrt. Ja, das ist Säulen der Erde. Und es ist unheimlich zu empfehlen, aber es kommt leider bei mir jetzt viel zu selten zum Einsatz, weil nicht alle Spieler auf Stichspiele stehen. Also meine Kinder mögen lieber Würfelspiele. Meine Frau mag es lieber ganz einfach und da ist das hier schon fast wieder zu kompliziert. Und ja, also es wird einfach selten, wirklich leider noch zu selten rausgeholt, aber es ist ein sehr empfehlenswertes Spiel, genau wie das große Brettspiel Die Säulen der Erde, was ja aber ein komplett andere Mechanismen hat und so weiter. Und ist dieses Spiel genauso gut wie das andere. Das erwartet man ja eigentlich gar nicht. Man denkt, oh, hier Roman, Film oder was auch immer und das ist das Spiel dazu. Das kann ja nicht sein, das haben die schnell mal so aus der Hüfte geschossen, auf den Markt gebracht, um auf dieser Erfolgswelle des Romans mitzuschwimmen. Finde ich in diesem Fall nicht. Genauso wie bei dem Brettspiel Die Säulen der Erde, finde ich dieses Spiel, dieses Kartenspiel sehr gut. Und überraschend gut. Und es gefällt mir eben auch allein schon wegen der Illustration, das sagte ich eingangs, die finde ich hübsch anzusehen. Und ein Spiel, bei dem die Komponenten, die Spielelemente schon Spaß machen oder nett sind oder sich eignen, dass ich sie gerne anfassen möchte und haben möchte, sind immer gut. Von daher, dieses Spiel für, ich glaube, also ich habe weniger als 5 € dafür bezahlt oder vielleicht waren es 5 €. 5 Sterne auf jeden Fall von den 5 möglichen. Und wer auf Stichspiele steht, wer darauf steht, seinen Grips ordentlich anzustrengen bei einem Spiel, was ansonsten sehr überschaubar ist, wer nichts dagegen hat, diesen eigenartigen Rohstoff, Baustoff, Zählkram mitzumachen, sondern sogar das vielleicht ganz cool findet, in der Welt des Romans ein bisschen sich auszutoben, für den ist das Spiel sicherlich sehr gut geeignet und ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Ich würde es gerne häufiger spielen. Vielleicht ergibt sich ja demnächst die Möglichkeit. Ich muss mal gucken. Ja, wer noch Fragen hat zu diesem Spiel, lässt da am besten einen Kommentar unten unter dem Video stehen. Ansonsten bis zum nächsten Mal.